Der Tambourenverein Solothurn ist 1923 gegründet worden. Wir feiern also dieses Jahr unser 100-jähriges Jubiläum. Tradition ist sehr wichtig. Das begleitet uns so, dass wir auch wissen, woher es kommt. Fasnacht ist immer ein riesiger Fixpunkt. Man bereitet sich über ein halbes Jahr darauf vor, mit Larven selber basteln, Kostüme selber schneiden. In der Trommelschule verfügen wir über sehr gut ausgebildete Trommellehrer. Die haben in der Regel alle Militärmusik dürfen durchlaufen in ihrer Rekrutenschule und dort wirklich zu den Top-Tambouren der Schweiz zählt. Wir versuchen uns abwechslungsreich von Reggae, aber auch funkigen, groovigen Rhythmen zu bewegen. Da ist wirklich ein bunter Blumenstrauß, den wir uns ein bisschen ausprobieren, auch etwas Neues mal mit neuen Instrumenten. Wir wollen so eigentlich den Horizont erweitern, jedes Mal mit neuen Rhythmen.